hab ein bisschen was gemacht, hab ein bisschen was verändert. Wir haben jetzt einen Shader, der wundervoll ist. Das ist übrigens der Sildus Vibrant Shader. Ich habe jetzt gerade extra nochmal nachgeguckt, wie er genau heißt. Haben hier unten schon so ein kleines Feld, dass wir uns auf jeden Fall immer was zu essen machen können. Auf einen Hinweis hin habe ich mir auch jetzt in dieser Höhle bzw. in diesem Berg eine kleine Base aufgebaut, damit ich nicht immer direkt getötet werde, weil schlafen ist hier halt nicht, ne? Craft Attack schläft nicht. Wir haben hier unten schon einen Weg in einen Minenschacht, den wir gleich auch auf jeden Fall erkunden möchten. Und haben schon so ein bisschen was gefarmt, also sind komplett Eisen jetzt gegangen. Ich glaube, der Rest dürfte jetzt auch fast durch sein, dann können wir den letzten auch noch schmelzen. Bisschen Cleanstone schon uns gefarmt für später fürs Bauen, weil wir gerade nichts Besseres zu tun hatten. Ein bisschen Holz, ein bisschen Dirt, das, was man halt alles so braucht. Und ja, jetzt wird es, glaube ich, auch schon wieder dunkel, so wie es aussieht. Und schaut euch das an. Wie schön ist das? Wie schön sieht das bitte aus? Das ist so unglaublich hübsch. Das ist krass. Also mit den Shadern, das ist halt auch hier. Ja, wie cool ist das bitte, dass die Sonne dir so in die Fresse scheint, dass du nichts mehr siehst. ja, jetzt gehen die Sterne hier schön auf. Jetzt sollten wir uns auch mal verpieseln vielleicht und genau, eine Runde schlafen gehen und dann hoffentlich gleich in die Mine gehen. Und wenn wir da was Interessantes haben, werde ich euch auf jeden Fall auch darüber informieren. Ich habe das mit dem Zoom noch nicht so ganz so drauf irgendwie. Egal, wir kriegen das hin. Im Chat seht ihr, geht's wieder ordentlich ab. Ja, es streamen jetzt halt wirklich fast alle Craft Attack. Es sind unglaublich viele Leute auf dem Server. Es sind sogar noch mehr geworden. Es sind fast alle live. Und ja, wir haben alle auf jeden Fall Bock. Und da, ich sehe einen Eindringling. Seht ihr ihn auch? Ich werde gleich mal gucken, wer es ist. Und dann sehen wir uns später wieder. So, ja, wir sind hier wieder zurück. Ich zeige euch mal einmal, wir haben uns jetzt die Mine so ein bisschen angeguckt im Stream. Und ja, was wir gefunden haben, sind Cave Spider Spawner. 3 Stück. Das ist Nummer 1, damit mir den auch ja keiner wegnimmt. Und Klim habe ich auch schon dazu angeschrieben. Er wird mir wahrscheinlich helfen, die so auszubauen, dass man daraus eine schöne XP-Farm machen kann. Und ansonsten sind wir ganz, ganz professionell vorgegangen. Hier in dem Gang ist eigentlich nichts. Hier ist, oh Wunder, noch ein Cave Spider Spawner. Und warum ist hier jetzt ein Loch? Ist hier ein Creeper explodiert? Scheinbar. Und ansonsten haben wir alles so gut wie es geht ausgeleuchtet. Und wenn wir hierher gehen, glaube ich, ist hier der dritte Cave Spider Spawner. Hier waren wir auch noch nicht. Na, guck an. Ist hier der dritte Cave Spider Spawner, nämlich hier. Und so ein paar Gänge haben wir halt immer noch nicht erkundet, die uns noch fehlen. Aber ja, das soll jetzt erstmal fürs Erste gewesen sein. Ich habe bisher auch nur ein einziges Minecart gefunden mit einer Chest drin. Das heißt, die Ausbeute war jetzt auch nicht so besonders. Weshalb wir uns jetzt gedacht haben, schwenken wir mal um. Und ich habe mich schon wieder verlaufen. Nice. Schwenken wir mal um aufs Diafarm. Und muss ich hier hin? Nee, muss wieder dahin. Und da sind wir jetzt gerade zugange, bis mir einfiel, dass man vielleicht auch mal erklären kann, dass man auch was gemacht hat im Livestream. Also wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal so ein bisschen Diafarm, ein bisschen Stripmine. Das ist jetzt nicht besonders spannend. Deswegen machen wir das im Stream. Und ganz entspannt mit einer Tasse Tee und einer Tasse Kaffee. Und wenn ich irgendwas gefunden habe oder wir auf Dias gestoßen sind, sehen wir uns gleich wieder. Diamanten! Chat, wie lange habe ich gesucht? Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher, ob das 20 Minuten waren oder okay, Fortune? Sollen wir uns, ich glaube, Jo, hast du Fortune? ich weiß nicht, wie lange wir jetzt insgesamt gesucht haben, aber ich glaube, ich werde die hier mal noch stehen lassen. Weil ich nicht weiß, ja, ob, aber er nimmt mir ein Dia dafür weg. Aktiv gesucht, 10 bis 20 Minuten. Wird gesagt, ach, das geht ja. Das geht ja ungefähr. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal 3 für eine Pickaxe. Was ich jetzt genau mache, ob ich die jetzt noch abbaue, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich noch abbauen will oder ob ich nicht warten möchte, bis ich Fortune habe. Weil Jo antwortet mir natürlich nicht. Ist Jo überhaupt noch da? Jo, ist gar nicht auf dem Server.
dann kann er mir auch nicht antworten. Okay, jedenfalls haben wir Diamanten. Ich freue mich. Und ja, dann werden wir mal schauen, was wir mit den Diamanten machen. Und dazu sehen wir uns dann quasi gleich wieder. So, wir stehen hier vor dem Netherportal. Yay! Außer dem Netherportal haben wir alle Diamanten abgebaut. Wir haben also noch zwei übrig. Haben jetzt hier die Dia-Picke, die ich aber ungern verlieren möchte. Ich möchte nur durchs Portal gehen, um zu gucken, ob wir hierhin zurückkommen oder woanders hin. Ansonsten haben wir auf jeden Fall unsere Base markiert. Da hinten seht ihr die Base von Jo, Janus und Kroko. Wo ich eigentlich Bücher kaufen wollte, nämlich einmal Silk Touch und einmal, nicht Silk Touch, Fortune und Mending. Leider ist deren Shop noch nicht ganz fertig. Frechheit, ja, nachdem schon 2 Tage gespielt werden konnte. Aber wir machen jetzt auf jeden Fall mal unseren ersten Schritt ins Nether und gucken, wo wir rauskommen. Und übrigens haben wir das Nether-Portal hinter dem Wasserfall, das zeige ich euch gleich auch nochmal. Ich habe ein bisschen Angst. Ich hoffe, ich komme irgendwo raus, wo es passt. Oh! Wow! Okay. Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir zurück? Also wir sind richtig geil gespawnt. Es ist super safe hier. Das ist als Spawn mega nice. Allerdings müssen wir gucken, wo wir jetzt rauskommen, wenn wir zurückgehen. Und ich befürchte, dass das nicht an meinem Netherportal sein wird. Natürlich nicht. Wo sind wir rausgekommen? Natürlich bei Jo und Janus. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt einmal zurück. Und weil ich weiß, dass da unten, glaube ich, noch genug Boote stehen. Moment, aber wo war das Meer? Ich glaube da, ne? Ich weiß, dass hier noch genug Boote stehen. Das heißt für uns, wir müssen jetzt erstmal wieder zurück zu unserer Base. Den Weg kenne ich ungefähr. Allerdings könnte es sein, dass wir zwischendurch schlafen müssen. Wie weit fortgeschritten ist der Tag? Ich glaube, wir schaffen das. Das wird schon. Das heißt, ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg zurück. Ich habe nichts zu essen dabei, fällt mir gerade auf. Ich glaube, ich bleibe hier im Dorf erstmal kurz. Werd kurz was essen. Ich denke, es wird kein Problem sein, sich mal kurz ein bisschen Wheat hier zu nehmen. Um da wenigstens 2 Brote rauszucraften. Ich baue das ja alles wieder hin. Lol. Okay. genau. Und dann werde ich mir mal kurz 2 Brote craften. Werde ich noch ein Boot irgendwie mitnehmen? Ach, Boot werde ich finden. Ein Bett. Soll ich mir ein Bett mitnehmen? Ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich, ich werde hier schlafen. Und dann zurück, weil ich glaube, dann sind wir safe. Dann wird hier nichts passieren. Dementsprechend muss ich gleich einmal schauen, wo mein Netherportal steht genau für Spark. Weil er die Koordinaten braucht. Und der wird mir dann einmal helfen, das zu linken. Beziehungsweise mir die Koordinaten zu nennen, die ich im Nether benutzen müsste, um das Portal zu stellen. Ich hatte mir fast gedacht, dass ich hier rauskomme. Das ist aber in Ordnung. 500 Blöcke sind fein für mich. Und ich werde mich jetzt einfach hier in das Doppelbett legen. Wer hat in meinem Bettchen geschlafen, kommt dann bestimmt. Und ja, dann sehen wir uns gleich hoffentlich unversehrt und ohne Tod an meiner Base wieder. Mit verlinktem Netherportal. Oh, da stirbt gerade irgendwas, glaube ich. So, wir sind im Nether. Ich habe gerade meine Nether-Portal-Koordinaten zu Spark geschickt. Und Spark hat die für mich einmal komplett in Nether-Koordinaten umgerechnet. Hat sie mir geschickt und diese waren die folgenden. 12, Höhe egal, minus 974. Das haben wir jetzt gemacht. Der ganze Chat war Zeuge. Wir haben genau die Punkte genommen. Wir sind in Höhe 64. Und haben hier direkt einen Weg nach draußen. Oh, aua. Und wow. Wow, der Nether mit Shadern. Alter. Der Nether mit Shadern. Ich bin, wow, ich liebe Shader. Okay. Anzünden. Wenn das jetzt nicht klappt, ist Spark schuld. Das haben wir schon gesagt. Feuer frei. Ich habe so Angst. Bitte, 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 bitte.
Tüte funktioniere. Ah! Oh mein Gott! Wir haben es geschafft. Es ist gelingt. Es ist gelingt. Oh mein Gott. Ich hoffe, jetzt geht noch einer schlafen. Dann muss ich unbedingt nochmal zurück, weil ich hoffe, ich komme auch da jetzt raus. Ich hoffe, ich komme da jetzt auch raus. Warum ich mich so freue übrigens. Ich habe schon in mehreren Projekten, unter anderem in Adventurecraft und in meinem eigenen kleinen Projekt Infinity, habe ich versucht, Nether-Portale zu linken. Und es hat nie funktioniert. Nie. Und ich habe scheinbar irgendwas falsch mit den Koordinaten. Ich weiß es nicht. Ich muss genau Spark nochmal fragen, wie das funktioniert. Und es waren sogar alle schlafen. Okay, wir gehen jetzt mal direkt wieder zurück. Oh mein Gott, ist das schön! Ist das schön. Ich habe mich, glaube ich, noch nie in meinem Leben so sehr in Minecraft gefreut wie jetzt. Ich habe mein erstes Nether-Portal gelinkt. Ich bin so stolz auf mich. Gut, jetzt geht's weiter im Text. Wir werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen schauen, dass wir uns hier so einen kleinen Weg im Nether auch ebnen, dass wir hier safe rauskommen und safe in die verschiedenen Bereiche kommen und gucken, was wir so in der Overworld machen. Um 18 Uhr, also in einer Stunde ungefähr, kriege ich meine Bücher. Das heißt, wir können die Pickaxe verzaubern. Und ja, dann sehen wir uns da nochmal wieder, würde ich sagen. So, da sind wir wieder. Also, ich habe jetzt die Picke mit dem ersten Buch schon mal verzaubern können. Und zwar haben wir uns gerade ein Mending-Buch erschlichen, beziehungsweise erhandelt beim lieben Kroko. Ein Diamant, ein Mending-Buch, finde ich vollkommen in Ordnung. Fortune 3 hatte er gerade nicht im Angebot, da werde ich heute Abend dann wahrscheinlich nochmal Bescheid kriegen. Und dann werde ich mir auch Fortune 3 noch hier drauf packen. Der Name kommt von Zap, eine sie alle zu brechen. Die eine sie alle zu brechen, so natürlich. Ist ein schöner langer Name, ich bin gespannt, wie viele Zeichen passen da eigentlich rein? Ich habe keine Ahnung. Ja, Fakt ist, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal eine Mending Pickaxe. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine Station, wo wir dann auch diese Pickaxe aufladen können und die haben wir im Moment noch nicht. Aber wir haben ja Cave Spider Spawner und ich glaube, dass es schlau wäre, sich jetzt vielleicht daran zu setzen, mal selber zu überlegen, wie man diesen Spawner in eine Mobfarm umwandeln könnte. Und ich würde sagen, dass das nächste ist, was wir machen, ja, weil das wichtig wäre, um die Pickaxe halt wieder aufzuladen. Und wenn ich einen Plan habe, ich kann das mit dem F5 umschalten noch nicht so ganz. Wenn ich einen Plan habe, würde ich mich wieder melden, glaube ich. Bis gleich. So, Hallöchen. Ich habe leider vergessen, im Stream weiter aufzunehmen. Ich war irgendwie so darin vertieft, mit Klim seine Villager zu breeden und die Kühe zu füttern und keine Ahnung, dass ich keine Aufnahmen mehr gemacht habe. Und ich glaube, irgendwann nach 10 Stunden war ich auch sehr müde, weshalb ich einfach gar kein Update mehr gegeben habe. Ich bin jetzt komplett diamantisiert. Ich habe ein Dia-Schwert. Ich war ein bisschen shoppen bei Jo und bei Janus und bei Kroko in dem Shop. Es ist noch was Lustiges passiert im Stream. Und das werde ich euch jetzt hier mal einblenden. Die Leute, die im Stream nicht dabei waren, werden sich jetzt mit Sicherheit genauso totlachen wie ich auch. Und vielleicht auch ein bisschen mit mir mitleiden. Schaut mal. Ich soll dir ein Cobble-Angebot machen. Ich verkaufe dir Cobblestone für Diamanten. Du musst das nicht annehmen, das ist eine dumme Chat-Idee, ja. Also ein bisschen würde ich dir auch so geben. Aber warte, alles gut. Ich glaube, wenn ich, also ich werde ja morgen Abend wahrscheinlich, also nachdem ich mal was für die Uni gemacht habe, werde ich vielleicht mal noch ein bisschen farmen und da gucke ich mal, wenn ich da wirklich nichts kriege, dann würde ich, glaube ich, auf das Angebot nochmal. Aber das ist, es kann doch nicht sein, dass ich keine Dias finde, Mann. Das muss doch irgendwann. Ja, also bis jetzt habe ich in jedem Gang Dias gefunden, nur mit dir nicht. Das ist irgendwie ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Ich bin die Pechmarie, glaube ich. Du kannst ja bei testweise kurz hochgehen. Ich buddel ein bisschen weiter und guck, ob ich kurz Dia finde. Okay, wenn du Dias findest, ich glaube, dann töte ich mich. In-game. Dia! Laber doch nicht. Das ist doch nicht dein scheiß Ernst, Mann! Das kann doch nicht wahr sein. Ich heule. Du hast kein Dia gefunden. Das ist nicht dein Ernst. Oh,
Flocke, du kriegst 9 Dias. Und du musst dich töten. Und du hast 0 Tode. Und 29 Level. Oh, dann töte dich noch nicht. Verzauber dann lieber das, wenn wir gleich den. Du musst dich. Ich geb dir die Dias erst, wenn du dich getötet hast. Aber du kannst dich, musst dich erst töten, wenn du was verzaubert hast. Was ich einmal gesagt habe, zieh ich durch, sorry. Du hättest das ja auch später durchziehen können. So bin ich also gestorben. Fail, würde ich sagen. Aber gut, wer solche Aussagen tätigt, der sollte damit rechnen. Das ist auch passiert. Ich habe ja Cave Spider Spawner gefunden, habe im Stream versucht, die Cave Spider Spawner zu einer Farm umzufunktionieren, zusammen mit dem Chat. Das war ein Desaster. Sollte mir aber eigentlich im Vorhinein klar gewesen sein. Man kann ja trotzdem mal versuchen, ne? Und jetzt habe ich einfach mal ein bisschen rumgebaut und habe hier einen Cave Spider Spawner gebaut. Beziehungsweise eine Mob Farm. Kein Spawner, der war natürlich schon da. Die Mob Farm funktioniert auch. Es ist nicht die beste Mob-Farm. Oh, guck mal, hier haben sich schon wieder ein paar angesammelt. Aber im Grunde genommen funktioniert sie folgendermaßen. Das hatten Alex und ich gestern Abend noch so ein bisschen ausgetüftelt. Und ich hatte mich jetzt dazu entschlossen, diese Möglichkeit einfach zu nehmen hier. Das mit der XP ist halt nicht so ganz so gut. Aber ja, ansonsten ist es so, dass das Wasser einfach von einer Seite nach hier geschwemmt wird. Spiders können ja durch einen halben Block durchkriechen, weshalb der halbe Block quasi nochmal halbiert wurde durch diese Slabs hier. Durch diese Trapdoors, die kann ich auch hochmachen, aber es bringt halt gar nichts. Dann sind da Hopper, da fallen die Items rein, beziehungsweise Gegenstände. Ja, und die kann man sich dann hier raussammeln. Das Einzige, was noch nicht so ganz so geil ist, ist das XP-Sammeln, weil man dann halt immer obendrauf rumlaufen muss. Was natürlich zur Folge hat, dass es sein könnte, dass man dann gehittet wird durch die Spider. Allerdings spawnen die in so einem geringen Abstand oder in so einem geringen Maße, dass das, glaube ich, kein Problem ist. Und wenn man genau hier steht, auf dieser Linie hin und her geht, dann treffen die einen auch nicht mit ihrer Poison. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so lassen soll oder nicht. Ich habe Klim auf jeden Fall mal Bescheid gesagt und deswegen hocke ich mich jetzt mal mit ihm ins Discord. Der guckt sich die Mobfarm an und dann werden wir uns mal seinem Urteil stellen, würde ich sagen. Bis gleich. So, Klim, Sie dürfen. Aber ich will hier nicht durch. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Ich werde das as soon as possible, werde ich das ändern. Versprochen. Kannst du den Boden austauschen? Warte. Da ist ja noch mehr drunter. Warte. Kriegt das hin? Das reicht schon, danke. Okay. So. Tada! Ah! Da ist der Spawner Retino, nice. Ja, leider sind die nicht nah genug beieinander, glaube ich, damit man alle drei irgendwie verbinden kann. Ich glaub, drei? Ich habe drei gefunden, ja. Oh! Ja, und dann hier runter. Und wenn du an der Wand stehen bleibst, ganz hinten, kannst du die schlagen und die hauen dich nicht zurück. Und dann gehst du hier oben drauf und sammelst dein XP und hier sind die Drops. Ah, perfekt. In der Kiste. Kannst du den Raum noch nicht größer machen, theoretisch? Aber würden dann mehr spawnen, ist die Frage. Also ich möchte die jetzt irgendwie noch ein bisschen besser machen. Ich schon, weil die mehr Spawn zur Verfügung haben. Bist du sicher? Also müsste ich jetzt einfach nur gucken. Ah! Also müsste ich jetzt einfach nur gucken, dass ich den Raum noch größer mache und dann würde noch mehr spawnen. Ich glaube, noch mehr spawnen geht, also 4 in jede Richtung. Okay, jetzt habe ich 3 in jede Richtung. Das heißt, ich könnte ja theoretisch noch einen weitermachen, ne? Und weniger Licht, theoretisch. Weniger Licht? Ja. Warte, jetzt kann natürlich hier überall was spawnen, das ist natürlich nicht so richtig. Ja, oder ich mache halt das Glas weg. Das war jetzt einfach nur, um zu gucken, ob die überhaupt spawnen. Das war. Ich kann ja nur ein Guckloch machen. Reicht ja auch, theoretisch. So, jetzt kann hier nichts mehr spawnen. Okay. Stimmt, du hast es jetzt einfach mit Light Levels, ne? Ja, genau. Ah. Und hier drin ist voll. Ja, aber ich kann dir helfen, den Raum größer zu machen. Ich bin ja eh gerade hier. Ist ja nicht viel. Ja, dann los, würde ich sagen. Also, die XP-Farm sieht jetzt ein bisschen anders aus, tatsächlich. Ein bisschen effizienter vielleicht. Ah, da kommen die Ersten! Kommt da weg! Flockhilfe! Tschüss! So, jetzt bin ich gespannt. Hui!
Au. Ja, und die sind hochgeklettert. Also, wir haben oben nichts mehr gemacht, Hilfe! Aber, guck mal. SOS! Aber, es passt trotzdem. Aber die XP kommen hier nicht durch. Ja, doch, okay, jetzt da. Hier. Also irgendwie? Doch. Ich hab oben zugemacht. Du stehst hier seelenruhig am Farmen. Aua. Aua, ich bin vergiftet. Die Spinnen sehen einen ja auch durch die Trapdoor. Das sollte vielleicht so funktionieren. Hä, wieso machst du das zu? Machst du das so? Ja, aber wenn du es so machst, dann kannst du hier und da hauen und hier für die XP hingehen. Voll geil. Ah, du musst nach vorne gehen für die XP? Ja. Ja, also es geht, das kommt nicht bis zu mir. Gerade als ich hier an der Ecke stand, ging's kurz. Kannst du ja jetzt mal machen. Ich geh mal weg. Ah, ich, also... Siehst du? Also siehst die XP du? Kann normalerweise durch die Trap durch. Aber hier... Genau, wenn du dann an die Seite gehst, geht's. Aber ansonsten... Ja, okay, musst du trotzdem die Dinger hoch. Und es spawnen neu, wenn da unten Spinnen drin sind. Ich habe das Gefühl, die haben sich schon wieder irgendwo platziert. Ja, habe ich auch. Aber jetzt kommen sie gerade. Hast du die freigemacht? Nee, ich stehe hinter dir. Also hinter, okay. hinter der Glasscheibe. Mhm. Ja, da kommen auch noch welche. Ist halt die Frage, wie lange der Spawner spawnt. Mhm. Boah, dann kann man hier echt AFK stehen bleiben. Also jetzt die unteren Trapdoors aufzumachen, wäre eine richtig, richtig, richtig dumme Idee. Ja, richtig. Wer wollte das denn machen? Der ganze Chat! Ja, nee, ist klar. Also wenn wir irgendwann mal Selbstmordgedanken haben, können wir das gerne machen. Gerade bei Cave Spiders ist das eine unglaublich gute Idee. Aber die mögen dich. Guck mal, die kommen alle zu dir. Hm. Aber die Frage ist, wie viele können da dran rum, bis die sich... Viele. Da kommen immer mehr. Moin. Ja. Ja, der Spawner spawnt nämlich die ganze Zeit weiter jetzt. Ja, sehr geil. Oh ja, wenn die Spinnen weg sind, kann man die untere Trapdoor kurz aufmachen für die Erfahrungspunkte. Ja, aber man kann auch einfach eine Trapdoor oben zumachen und einmal kurz ranlaufen. Das geht ja auch. Siehst du, wenn du jetzt nämlich hier... Ja, so könntest du es machen oder halt so. Und dann gehst du einfach hier ran, weil dann kriegst du die. Ja, funktioniert auch. Ja, würde ich auch sagen. Und jetzt hast du da Strings. Und die kannst du auch im Schwarzmarkt verkaufen. Theoretisch könnte ich das, ja. Richtig. Danke für deine Hilfe. Gerne. Coole Farm. So, nachdem wir ein paar Probleme hatten mit der Farm und jetzt auch irgendwie wieder. Oh, jetzt decken die sich da wahrscheinlich alle hoch. Also wir hatten die Farm nochmal... Da kommt was. Wir hatten die Farm nochmal ein bisschen umgebaut. Wir hatten geguckt, ob die XP auch irgendwie so zu uns kommt. Leider funktioniert es aber nicht wirklich. Das heißt, man muss immer nach vorne gehen und sich die XP holen. Mir ist das jetzt relativ egal. Ich bin sehr stolz auf mich, dass es überhaupt funktioniert hat, so wie ich sie gebaut habe. Und sie ist jetzt auf jeden Fall effizienter. Dadurch, dass wir die Farm nochmal größer gebaut haben. Sie ist jetzt 9x9 statt 7x7 groß. An sich... spawnen jetzt dafür viel, viel mehr Spinnen, aber in der Minimap seht ihr, dass die drubbeln sich natürlich dann auch da oben an der Kante. Wir haben die gerade einmal versucht, alle zu killen. Das war fast unser Tod. Sollte man eventuell dann nicht tun, aber es kommen immer noch genug Spinnen hier an. Also seht ihr ja, es sind ja einige. Und jetzt sind tatsächlich wahrscheinlich auch nochmal einige abgestürzt, die jetzt noch mit reingekommen sind hier. Genau, die ganzen Drops, die fallen hier einfach rein in die Kiste, über die Hopper. Und XP wird eingesammelt und ja, meine Pickaxe ist jetzt auch schon voll. Also, mehr will ich gar nicht. Ich habe eine eigene Farm gebaut, bin da sehr stolz drauf. Klim sehr dankbar, dass er mir dann nochmal geholfen hat, das so ein bisschen besser zu gestalten. Aber ich glaube, alles in allem können wir da ganz zufrieden sein. Und vielleicht können wir mit den Strings irgendwie was anfangen. Strings und Spider-Eyes. Ich meine, Fermented Spider-Eye braucht man ja auch für Tränke.
Vielleicht mache ich auch einfach so einen kleinen Alchemie-Shop, wo man dann alles bekommt, wie Glowstone und Redstone und Fermented Spider-Eye und Phantom Membranes und die ganzen Sachen, die man so braucht, um Tränke zu craften. Glittering Melons und sowas alles. Vielleicht kümmere ich mich auch einfach darum. Wird man mal schauen. Einige konkurrieren hier schon. Zwei Leute haben schon, kaufen schon Eisen. Und ja, wir werden mal sehen, wo das Ganze so hinführt. Ich für meinen Teil mit der Folge durch. Ich weiß nicht, wie lang sie jetzt geworden ist. Ich hoffe, sie ist nicht zu lang geworden. Und ja, ich hoffe, ihr seht die am Montag oder Dienstag. Ich hoffe, ich kann sie jetzt noch kurz schneiden, weil so viel müsste da eigentlich nicht mehr gehen. Und dann gibt es Dienstag nämlich wieder einen Livestream ab 16 Uhr. Da könnt ihr dann auch wieder vorbeischauen. Und da kümmern wir uns dann vielleicht mal darum, dass wir vielleicht auch nochmal umziehen, weil es hier ein bisschen hässlich geworden ist in der Gegend. Wir haben jetzt hier so einen komischen Turm stehen, direkt an unserer Base. Ist nicht so cool. Es ist eine Mob-Farm, es ist auch eine gute Idee, aber an sich, ja, macht das meine Aussicht so ein bisschen kaputt. Und die Idee war einfach, weil ich ja zwischendurch auch mit Klüm was zusammen machen möchte, ob ich nicht einfach hier in die Wüste gehe, die ich noch nicht erkundet habe. Oder hier in die Wüste, weil da wohl noch niemand ist. Und da tatsächlich auch eine Icebase baue, was vielleicht ganz cool wäre. Aber wir werden sehen, wie man das dann im Endeffekt löst. Genau. Ich bin aber auf jeden Fall erstmal raus und wir sehen uns. Bis dann.